Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft erklärt. In der letzten Folge haben wir ja die erste Nacht tatsächlich überlebt und auch den ersten Tag ziemlich gut genutzt. Wir haben hier schon einiges an Ausrüstung tatsächlich zusammengesammelt. Und in der zweiten Folge jetzt soll es darum gehen, dass wir eine kleine Farm aufbauen. Und zwar haben wir ja hier vorne irgendwie schon so ein bisschen angefangen. Aber wir wollen natürlich eine richtige Farm machen, wo man alles mögliche anbauen kann eben, was man so anbauen kann. Und wo wir natürlich auch Tiere haben und so weiter. Und das ist natürlich am Anfang von der Minecraft-Welt auch mal sehr wichtig. Und damit werden wir heute jetzt anfangen in dieser Folge, aber ich gehe jetzt erstmal eine Runde schlafen. Und noch eine Frage, die ich hatte für euch, ist, wollt ihr lieber, dass ich das Let's Play quasi, oder das Tutorial-Let's Play, was auch immer, mit Shader mache oder lieber ohne? Weil ich persönlich spiele meistens ohne Shader, aber ich finde mit Shader sieht das Ganze doch noch ein bisschen nicer aus. Also gerade wenn ich mir das jetzt hier so anschaue. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich nice, aber wie gesagt, falls ihr das nicht so cool findet, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich das in den nächsten Episoden mal so ein bisschen ändern. So, aber ich habe jetzt hier erstmal alles eigentlich schon, was ich brauche. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch hingehe. Und ich habe mir überlegt, dass wir hier unten die Farm natürlich nicht für immer lassen, sondern da möchte ich später dann ein bisschen mehr See haben und das soll ja da hinten dann noch verbunden sein mit dem Fluss oder was auch immer das für Wasser ist da vorne. Und hier oben wollte ich ja sowieso das Haus bauen. Oder das Starterhaus zumindest erstmal. Und so auf dieser Ebene hier, genau. Auf dieser Ebene soll dann das Starterhaus irgendwie sein. Und dann habe ich mir überlegt, könnte man ja hier vorne auch einfach noch ein bisschen Farmland haben. Und dafür müsste ich dann natürlich jetzt erstmal hier die ganzen Bäume wegklatschen und so weiter. Und ich glaube, das ist halt nicht so spannend und deswegen würde ich das dann einfach rausschneiden. Ja, und ich würde sagen, ich fange damit jetzt mal an. So, ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten lang da oben ein bisschen gearbeitet und zeige euch jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Aber vorher gucke ich nochmal, ob wir hier schon mal Kartoffeln haben. Und die hier müssen... Ne, die sind noch gar nicht fertig. Ah, die hier ist, glaube ich, fertig. Ja, die war fertig. Super. Okay, jetzt haben wir schon mal Kartoffeln. Denn da oben sind Schweine, die können wir direkt mal einfangen gleich. Und die kann man ja mit Kartoffeln zum Beispiel anlocken. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich hier gemacht habe. Also ich habe das hier alles platt gemacht soweit. Und da vorne ist jetzt noch ein ganzer Haufen eigentlich, den ich noch abbauen müsste. Das dauert tatsächlich ein bisschen zu lange, weil ich habe jetzt hier schon das Ganze hier in 20 Minuten abgebaut und das hier würde bestimmt auch nochmal vielleicht zu lange dauern. Aber ich denke, für den Anfang wird das auf jeden Fall reichen. Und ihr seht schon, die sind überall Schweine, die werde ich gleich mal einfangen. Und wir haben jetzt ziemlich viele Ressourcen tatsächlich, das ist super cool. Also ihr seht schon, wie viel Holz ich jetzt habe. Das ist natürlich richtig nice und damit werden wir jetzt ein paar Zäune bauen erstmal. Ein paar habe ich tatsächlich schon. So, und dann brauchen wir noch Zauntore tatsächlich. Oh, hoppala. Ja, man kann auch mit diesem Rezeptebuch hier quasi craften, aber das mache ich tatsächlich nie. Aber wenn man neu ist, ist das, glaube ich, ziemlich praktisch tatsächlich, weil man nicht die ganzen Rezepte quasi auswendig lernen muss oder sowas. Es gibt ja mittlerweile schon richtig viele Rezepte, deswegen ist es, glaube ich, doch ganz praktisch. Ja, aber bei mir, ich kenne ja eh die meisten, von daher passt das schon. Und ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall das Schweinegehege quasi hin. Und das mache ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kann man so machen. Dann mache ich hier 2, zack, nochmal 2. Dann geht das hier weiter. Und ich würde sagen, dann machen wir hier schon mal eins für noch mehr Tiere. Weil ich glaube, Kühe waren hier auch in der Nähe. Die können wir dann auch hier einfangen direkt. So. Und da mache ich dann mal eine Fackel rein, damit es da auch hell ist. Und jetzt suche ich mir mal die Schweine. So, haben wir hier schon mal eins. Und ein zweites wäre auch noch nicht verkehrt, sage ich mal. Also zwei müsst ihr immer mindestens haben, weil dann könnt ihr sie ganz einfach paaren. Und dann könnt ihr theoretisch aus zwei Schweinen könnt ihr halt unendlich Schweine im Endeffekt machen. Ich kippe jetzt hier einfach mal runter. Und das Schwein ist schlauer als ich und kriegt keinen Fallschaden. Aber ist auch fast rausgelaufen. Also ja, sind ja... Na, die wollen auch frei sein und nicht eingesperrt. So. Wenn wir das hier hinterherkommen, dann können wir die beiden hier nämlich schon mal paaren. Hat schon wieder gelaggt, auch nicht schlecht. So. Und dann haben wir schon mal die Schweine gefangen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, ich brauche ja theoretisch Wasser, damit wir Sachen anbauen können. Aber ich habe gar keinen Eimer. Das bedeutet, wir müssen gleich erstmal Eisen finden, damit ich halt Wasser hier oben hinkriege. Aber bis dahin können wir schon mal eine Baumfarm machen und die mache ich da oben auf diesen Hügel drauf. Und ein paar von diesen Beeren können wir hier auch hin tun. Wir können auch später eine automatische Beerenfarm tatsächlich machen, dazu hatte ich auch schon mal ein Tutorial. Und die ist halt super einfach. Ja, aber für den Anfang mache ich hier einfach erstmal ein paar Beerensträucher einfach hin. Die sind zwar theoretisch nicht so wichtig und man kann damit nicht so viel machen, aber ja, warum nicht, ne? Und jetzt zeige ich euch, wie man eine coole Baumfarm machen kann. Und zwar platzieren wir dafür einfach hier eine Reihe Fackeln. Und platzieren dann jeweils auf diese Seite hier einmal ganz viele Setzlinge. Und auf diese Seite hier auch. Die werden jetzt so nach und nach halt alle wachsen. Da können wir die hier so abbauen halt. Das ist ziemlich nice. Ja, jetzt müssen wir erstmal Eisen irgendwie finden. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo eine Höhle ist vielleicht. Wo wir mal kurz reingehen können. Ich brauche ja, eigentlich brauche ich nur 3 Eisen und vielleicht ein bisschen Kohle. Das sieht irgendwie nicht so nach Höhle hier aus, ne? Oder sehe ich die einfach nicht?
War da unten eine? Ich glaube, da unten ist eine. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Gucken wir mal. 3 Eisen brauche ich. Das werden wir wohl hinkriegen, oder? Ja, hier ist doch eine. Das sieht doch gut aus. Habe ich Licht? Ja, ich habe Licht. So, und wow, okay, das ist ja eine krasse Höhle gewesen. Nice, okay, warte. Ist hier noch? Ja, hier ist auch. Ne, hier ist nur Kohle. Ich habe nicht eigentlich keine Lust, jetzt irgendwie Strip-Mine anzufangen. Hier ist eine Kuh. Okay, das ist schon mal gut. Die können wir später dann auch direkt herholen. Oder habe ich Weizen? Ich habe sogar Weizen, die können wir eigentlich schon direkt mitnehmen. So, komm mal her hier. Ja, kannst du schwimmen? Kommst du her? Super, okay. Das ist natürlich immer ein bisschen ätzend, wenn man so langsam gehen muss, weil die Tiere einem folgen. Aber dafür hat man dann auch genug Essen für immer und genug Tiere wahrscheinlich. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt noch eine zweite Kuh finden. Ne. Ich dachte bei der Birke gerade, das ist eine Kuh, weil die so ein ähnliches Muster haben, aber war es leider nicht. Und da oben muss ich jetzt irgendwie hinkommen. Mit der Kuh. Ja, dann gehe ich einfach hier vorne hoch, würde ich sagen. Dann haben wir schon mal eine Kuh. Und immer noch kein Eisen, das ist natürlich super. Ich glaube, ich fange sonst einfach das Strip-Mine an. Weil bis ich jetzt hier eine Höhle gefunden habe, dauert das eh noch ein bisschen. Dann kann ich lieber Strip-Mine, das glaube ich dann im Endeffekt schneller. Und die Beeren sind sogar schon gewachsen. Und hier ist sogar ein Baum gewachsen, also ihr seht schon, das ist ziemlich nice hier, die Farm schon mal. Und Zuckerrohr braucht man natürlich auch noch. Hab ich vergessen. So und jetzt komm mal her, Kuh. Mal gucken, ob die auch so schlau ist wie die. Oh, Tatsache, krass. Die versuchen ja echt Fallschaden zu vermeiden, das ist ja witzig, das wusste ich gar nicht. Man lädt immer weiter, würde ich sagen. Ja, okay, wo kriege ich jetzt Eisen her? Wo kriege ich jetzt schnell Eisen her? Ich glaube, ich gucke einfach mal drauf. Oder wir könnten auch zu dieser Schlucht gehen, da war ja auch noch Eisen. Hier sind noch mehr Dingsbums, noch mehr... ne, diese pinken Dinger da, Schweine. Haben wir hier noch. Und hier sieht, das sieht doch nach einer Höhle aus. Ja, weil da ist doch bestimmt Eisen drin. Hier ist doch safe Eisen. Ja, okay, unlucky. Dann gehe ich, glaube ich, echt zu der Schlucht. Da hatten wir ja, als ich den Ort hier gesucht habe oder gefunden habe, vielmehr, da sind wir an einer Schlucht vorbeigelaufen und da war ja auch Eisen drin. Und das muss ich jetzt nur irgendwie wiederfinden. Bin hier auf dem Weg aber schon mal das Zuckerrohr auf jeden Fall mitnehmen. Davon haben wir auch noch welches. Und ich finde, unter Wasser sieht der Shader hier tatsächlich gar nicht so cool aus. Ja, aber dafür ist der Rest eigentlich ganz nice. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Shader. Ich könnte auch in jeder Folge zum Beispiel einen anderen Shader nehmen, meine ich. Wäre, glaube ich, auch ganz witzig. Da sind noch mehr Kühe. Und da sind auch Hühner. Das ist ja richtig nice. Dann können wir mal gucken, ob die Eier gelegt haben, weil mit Eiern kann man auch Hühner spawnen, tatsächlich. Das bedeutet, eigentlich müsst ihr nicht mal Hühner anlocken, sondern wenn ihr genug Eier habt und halt Glück, dann schafft ihr das auch so. Und zur Not könnte ich halt echt die Kühe hier holen. Hier. Wie heißen die Dinger? Pferde sind ja auch. Hier ist die Schlucht auch sehr gut. So, dann brauchen wir nur noch Schafe eigentlich. Und dann haben wir so das ganze Nutzvieh quasi. Da vorne ist Eisen. Jetzt muss ich hier echt in die Schlucht gehen, nur damit ich mir einen Eimer machen kann. Das ist ja auch geil. Achso, und Kohle brauche ich auch noch. Ich glaube, ich laufe dann hier einmal tatsächlich durch die ganze Schlucht durch. Das wäre sonst ein bisschen useless, wenn ich hier einfach nur kurz für das Eisen reinlaufe. Vielleicht ist hier ja da oben zum Beispiel noch mehr. Ich gehe ja nachher wahrscheinlich, also in die nächste Folge, sage ich mal, soll nämlich ums Farmen gehen und wie man Diamanten findet und so weiter. Und dafür werde ich natürlich dann auch Eisenspitzhacken brauchen. Deswegen kann ich mich hier eigentlich mal eindecken, was das Eisen angeht. Viel mehr werde ich dann, glaube ich, auch erstmal nicht brauchen, vor allem, weil ich dann in der nächsten Folge, wie gesagt, halt sehr viel minen gehe. Ich wollte halt vorher schon mal die Farm fertig haben. So, und hat wieder gelaggt. Aber ich denke, das reicht erstmal an Eisen. Dann hole ich mir noch ein bisschen Kohle und dann laufe ich wieder zurück. So, ich habe jetzt 2 Wassereimer, das bedeutet, wir können hier endlich die Farm weiterbauen. Und ich würde sagen, wir machen hier in der Mitte so einen Gang entlang. Dafür schnappe ich mir hier nochmal Zäune. Ich würde sagen, wir machen den 2 breit. Dann machen wir auf dieser Seite hier nämlich die Felder. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein Tor hin. Und dann hier auch wieder. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Dirt hin einfach. So, damit wir das Ganze symmetrisch haben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache die aber ein bisschen größer. Aber das mache ich dann später, denke ich. Und was wir dann machen, ist hier auf jeden Fall, hier machen wir Wasser hin. So, ja, wir können eigentlich das Ganze schon ein bisschen größer machen. Ich mache das mal bis hier einfach. Und jetzt zeige ich euch mal einen Trick, wie man aus 2 Eimern Wasser quasi unendlich viel Wasser bekommt. Und zwar funktioniert Wasser so, dass man hat immer eine Quelle Wasser quasi und ein fließendes Wasser. Also wenn ich das jetzt hier hinmache, dann haben wir hier vorne in der Ecke eine Quelle. Und das fließt halt in diese Ecken jetzt überall. Und das Wasser, was fließt, kann man halt nicht in den Eimer tun, sondern nur eine Quelle. Aber wenn 2 Quellen nebeneinander sind quasi, denn oder wenn 2 Quellen fast nebeneinander sind,
dann entsteht bei dem mittleren Block, also bei dem Block zwischen zwei Quellen, entsteht dann auch eine unendliche Quelle. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt eine unendliche Quelle hinmache und da vorne auch, dann entsteht auch in den Ecken eine unendliche Quelle, wodurch wir dann hier insgesamt unendlich Wasser uns holen können. Das ist ziemlich praktisch und bedeutet halt, dass man theoretisch überall nur zwei Eimer braucht und dann kann man schauen, oder theoretisch ein Eimer, dann müsste man aber zweimal laufen und dann kann man halt insgesamt unendlich Wasser sich dadurch holen. Und das ist zum Beispiel hier ganz praktisch, denn ich müsste jetzt rein theoretisch nochmal nach da unten laufen, jedes Mal, wenn ich Wasser brauche. Das ist natürlich blöd und dann kann man sich hier direkt mit zwei Eimern so eine unendliche Quelle machen und dann muss man das eben nicht machen. So, und das Ganze geht bis hier. Dann höre ich hier mal auf und mache dann hier noch ein bisschen Wasser hin. Dann muss ich das Ganze hier aber noch ein bisschen erweitern auf dieser Seite tatsächlich. So, das werden wir später natürlich alles noch ein bisschen hübscher bauen. Aber so für den Anfang sollte das erstmal reichen. Und dann hake ich hier mal alles. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der Mitte so ein großes Kartoffelfeld und daneben so ein kleines, ja, so ein kleines feines Weizenfeld, weil Weizen braucht man tatsächlich auch, um einige Tiere zu paaren. Das funktioniert nicht alles mit Karotten. Dementsprechend sind Weizenkörner und halt auch Weizen ziemlich praktisch dafür. So, und dann würde ich sagen, schnappen wir uns nochmal ein bisschen Holz, wobei wir schon Holz haben. So. Und daraus mache ich jetzt mal, entweder mache ich Trapdoors oder ich mache Halbsteine. Ich glaube, ich mache mal Trapdoors, das habe ich nämlich noch nicht so oft gemacht. So, nehmen wir nochmal ein bisschen mehr. Dann können wir nämlich die Trapdoors benutzen, um damit hier so einen Weg zu bauen. Denn wenn ich da Trapdoors hin platziere, dann sorgt das dafür, dass man halt darüber laufen kann, aber das Wasser bleibt immer noch da. Und durch das Wasser bleibt der Boden halt fruchtbar. Aber ist natürlich blöd, wenn man da mal reinfällt und so, das ist nervig. Dementsprechend sind die Trapdoors halt ziemlich praktisch dafür. Und ja, sieht ja auch einigermaßen gut aus, kann man denke ich so lassen. Dann fange ich schon mal hier an, ein bisschen was anzupflanzen. So, ein paar Samen habe ich auch dabei. Und dann können wir auf der anderen Seite gleich nämlich noch ein paar Kürbisse platzieren. Die braucht man zwar nicht so viel, aber ich denke, wenn man es hat, kann man es ja anbauen. So, 1, 2, 3, 4 haben wir hier insgesamt. Und dann platziere ich daneben nochmal ein bisschen Zuckerrohr. Das werden wir natürlich auch ziemlich viel brauchen. Und ich würde auch sagen, irgendwo müssen wir hier noch mehr Zuckerrohr anbauen. Könnte man da vorne, ich glaube dahinter gehen, ach, ich brauche erstmal Wasser natürlich. So, zack, schnappen wir uns nochmal zwei Wassereimer. Und dann werde ich hier hinten nochmal ein bisschen Zuckerrohr anbauen auf jeden Fall. Ich glaube hier hinten war noch ein bisschen Platz, na wobei es sieht glaube ich ein bisschen doof aus, dann mache ich das lieber hier vorne doch hin. Wie mache ich das denn? Ich könnte hier vorne, ich glaube ich mache, ich weiß wie ich es mache. Ich mache hier nochmal eine neue Kiste woanders hin. So, und zwar stellen wir die dann mal am besten hier hin. Da tue ich jetzt erstmal ein bisschen Zeug rein, was wir alles gerade nicht brauchen. Zack, zack, zack. So. Wobei, das Zuckerrohr brauchen wir. Dann mache ich das hier weg. Und dann können wir nämlich hier hinten einfach, wenn ich hier nochmal ein bisschen Dirt hin platziere, können wir dann hier nämlich nochmal so ein Wasserding entlang machen, so eine Wasserlinie. Oder vielleicht mache ich auch zwei tatsächlich, weil wir brauchen echt noch ein bisschen mehr Zuckerrohr. Dann würde ich sagen, mache ich hier neben tatsächlich nochmal Zuckerrohr, so. Denn hier natürlich nochmal Dirt lang, damit wir auch Zuckerrohr anbauen können. Dann mache ich das hier nochmal bis zum Ende. Jetzt natürlich alles mit Wasser auffüllen. Denn Zuckerrohr wächst nämlich nur, wenn es direkt am Wasser steht. Das kann man halt leider nicht so ein bisschen weiter weg platzieren. Ja, da muss auch noch was hin, oder? Ich glaube, das sieht man im Shader immer so schlecht, wenn... Ich glaube, hier muss auch noch was hin. Ob das Wasser jetzt noch fließt halt oder nicht. Aber ich denke, das müsste so passen. Dann können wir hier halt nochmal Zuckerrohr hinstellen, überall. Dann haben wir schon mal eine ganz gute Farm für den Anfang. Was natürlich noch nice wäre, wäre, wenn wir noch eine Kuh finden würden. Dann hätten wir eine richtig gute Farm schon mal für den Anfang. Und ich brauche natürlich nochmal meine Trapdoors hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es reicht gar nicht hier für alles. Dann mache ich nur hier nochmal was. Ja, wobei, wir haben genug Holz eigentlich. Ich mache nochmal den Rest hier voll. Wir haben es ja. So, ich mache mal zwei und das müsste ja locker reichen, oder? Oder das hier müsste eigentlich auch schon locker reichen. So, dahin und dann hier nochmal lang. Zack, 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 zack. Und dann können wir uns eigentlich wieder auf die Suche nach Kühen machen. Meistens sind nämlich die die Tiere in Gruppen unterwegs. Das bedeutet, da war jetzt nur eine Kuh, die wir gefunden haben, aber da ist sicherlich noch eine. Dann würde ich sagen, schauen wir mal vorbei und nebenbei können wir die hier auch nochmal ernten. So. Ist natürlich ein bisschen ätzend, dass man halt immer Schaden bekommt, wenn man daneben steht. Aber dafür habe ich theoretisch auch einen Trick. Und zwar könnte man einfach zum Beispiel einen Block darüber stellen. So. Sieht natürlich ein bisschen scheiße aus, aber wenn man jetzt zum Beispiel Trapdoors nehmen würde, das würde besser aussehen. Und jetzt kann ich halt dazwischen rumlaufen und die ganze Zeit ernten, ohne dass ich halt aus Versehen reinlaufe. Das ist ziemlich praktisch. Ja, wir werden später eh eine automatische Farm dafür bauen. Und eigentlich, also so wichtig sind Beeren jetzt auch nicht. Also ich glaube, man kann damit sogar gar nichts machen, außer die zu essen.
und Essen, das bringt halt auch nicht so viel. Da unten ist ein Hund. Okay, krass, das ist richtig geil. Aber ich habe keine Knochen. Ich muss jetzt mal schnell in die... Ich glaube, ich hatte schon Knochen. Ich glaube, ich habe schon Skelette gekillt in der ersten Folge. Dann schnappen wir uns nochmal einen Hund direkt. Das wäre natürlich cool. Oder zwei Hunde wären natürlich optimal. Die kann man nämlich auch paaren. Ja, das ist ja ein nicer Anfang. Das ist ja... Oh, und jetzt laggt sie schon wieder so ein bisschen. Es ist voll krass. Ich dachte immer, das Laggen liegt wirklich an Servern, weil das Internet irgendwie nicht hinterherkommt. Aber es scheint ja irgendwie an der Version zu liegen. Und wir haben 6 Knochen. Okay, das ist nicht so viel. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Bei den Hunden ist es nämlich so, die kann man mit Knochen zähmen und dann, also eigentlich sind es ja Wölfe und mit Knochen werden sie dann quasi zu Hunden gemacht, also domestiziert, glaube ich, heißt das. Und das ist halt unterschiedlich, wie viele Knochen die brauchen in Minecraft. Manche brauchen nur einen einzigen, dass dann Glück habt quasi, aber manche wollen auch super viele Knochen haben. Und dementsprechend hoffe ich jetzt mal, dass wir einfach Glück haben. Aber wir müssen ihn erstmal wiederfinden hier. Ich glaube, hier war der irgendwo. Ja, hier ist er. Hallo, willst du mein Freund sein? Oh ja, das ging schnell. Nice, super. Und jetzt habe ich ihn aus Versehen schon direkt gefüttert. Die kann man nämlich mit Fleisch füttern und dann... Das sind auch Schafe. Ja, super. Und noch ein Hund. Nee, doch. Ach, okay. Ja, ja, also es war hier wohl... Oder ist da noch ein Hund? Nee. Aber Hunde sind auch meistens in Gruppen unterwegs. Ich laufe hier nochmal ein bisschen rum. Weil 4 Knochen haben wir ja jetzt noch. Das müsste ja eigentlich locker reichen für noch einen Hund. Und das Coole an Hunden ist, dass die einen erstmal beschützen, wenn man angegriffen wird. Und außerdem laufen die einem hinterher, solange, also man kann sie auch Sitz machen lassen quasi, dann laufen sie nicht hinterher, sondern bleiben halt da. Aber wenn sie einem so hinterherlaufen, kommen sie immer hinterher und zur Not TP'en sie sich halt hinterher. Also ich laufe jetzt zum Beispiel weit weg und jetzt habt ihr gesehen, ist er einfach hinterher TP'd. So, ja, die Schafe könnten wir auf jeden Fall hier auch noch holen. Oh, hier sind sogar 3 verschiedene Farben von Schafen, das ist ja krass. Aber als ob hier nicht noch ein Hund ist. Und, oder eine Kuh. Hund oder Kuh. Oder beides. Und wenn wir beides kriegen, das wäre natürlich richtig genial. Aber, das sieht hier nicht so aus. Da hinten sind noch Hühnchen. Na gut. Ich glaube, ich mache hier erstmal eine kleine Brücke und dann holen wir uns die Schafe schon mal. So. Zack. Weil Schafe sind nämlich, also, oder an sich sind halt Tiere im Wasser super langsam. Das würde halt ultra lange dauern, deswegen baue ich jetzt mal hier so eine kleine Dirtbrücke, damit die Schafe halt auch rüberkommen können. So. Und mein Hund halt auch. Der, ihr seht ja, wie schnell der ist. So, wäre natürlich nice, wenn er da jetzt mal rauskommen würde. Dann könnte ich hier nämlich die Brücke zu Ende bauen. Ja. Oder einfach aus dem Weg hin, auch gut. So, und jetzt wollen wir hier die Schafe haben. Zack, hier, kommt mir hinterher. Folget mir, meine Schafe. So, wie gesagt, 2 von den 3 müssen wir jetzt am besten mitkriegen. Das würde schon reichen. Natürlich wäre es cooler, wenn wir 3 haben, aber ich glaube, die schubsen sich eh gegenseitig runter. Wäre jetzt gedacht. Und der Tintenfisch ist auch nicht so ganz schlau und läuft einfach ins Wasser. Auch nicht schlecht. Auf Land, meine ich. So. Ich weiß sogar gar nicht, woran das liegt, dass die Tintenfische einfach manchmal aufs Land gehen. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, es ist einfach ein Bug oder sowas. Könnte aber auch sein, dass das gewollt ist, dass man halt so Farmen auch bauen kann. Und die Tiere sind so dämlich in Minecraft, ne? Das ist der Wahnsinn. So. Kommt ihr jetzt hinterher? Super. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Muss ich dann echt da hinten wieder rumlaufen? Ich glaube schon. Ich guck mal, dass sie mir schön hinterherkommen. Ihr seht, wie langsam die sind und wie die sich auch gegenseitig blocken und so weiter. Das ist schon krass. Das ist super ätzend, immer am Anfang so die ersten Tiere zu fangen. Und ich kann hier auch nicht hoch, Mann. Ich will hier einfach nur hoch. Ja, mal gucken, ob das hier funktioniert oder ob die sich da gegenseitig wieder runterdrängeln. So, wenn die so eine Schlange machen, wäre es natürlich am besten. So wie sie es jetzt gerade machen. So. Und hier müssten ja auch irgendwo noch Kühe sein eigentlich, weil ich glaube nicht, dass hier nur eine Kuh ist und ich glaube, gekillt habe ich die hier auch noch nicht. Ja, ich versuche die jetzt erstmal da irgendwie oben hinzukriegen, glaube ich. So, die Schafe haben wir jetzt eingefangen, zumindest 2 davon und ein Babyschaf haben die auch schon gekriegt. Das ist natürlich super, was natürlich blöd ist aber, ist, dass sie jetzt im Kuhgehege sind, weil ich ja keine 3 Gehege gebaut habe am Anfang, sondern nur 2. Ja, das ist eigentlich nicht so schlimm, wir haben ja auch bis jetzt nur eine Kuh. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal schnell pennen und dann versuchen wir nochmal eine Kuh irgendwie herzukriegen. Dann hätten wir auf jeden Fall alles geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Theoretisch wäre natürlich Hühner auch noch cool gewesen, aber ja, ne, ist ein bisschen schwierig. So, und ich glaube, ich ernte hier nochmal ein bisschen was. Kann, denke ich, nicht schaden. Dann können wir nämlich oben noch ein bisschen mehr anbauen. Ah, ich glaube, ich mache hier einfach alles weg. So, dann können wir nämlich alles schon mal oben anbauen. Außer das Zuckerrohr, das lasse ich hier nochmal ein bisschen. Wobei ich das eigentlich auch schon farmen könnte hier. So. Weil für den Verzauberungstisch später brauchen wir nämlich auch eine Menge Zuckerrohr tatsächlich. Und dann haben wir hier jetzt schon mal einen guten Anfang eigentlich. So. Wobei wir dafür auch eine Menge Leder brauchen. Das bedeutet, eigentlich müsste ich echt mal zusehen, dass wir hier noch eine Kuh
an Land ziehen irgendwie. So, aber oh, wir haben schon über ein Stack Zuckerrohr, das ist natürlich richtig cool. Und ich würde auch sagen, ich glaube, ich habe das schon erwähnt, aber hier oben kommt auf jeden Fall noch das Starterhaus hin, hier irgendwie, würde ich sagen. So hier in die Ecke. Dann haben wir hier nämlich schon mal so eine kleine süße Base, die man, denke ich, erstmal für den Anfang benutzen kann auf jeden Fall. Und jetzt werde ich hier erstmal noch ein paar mehr Kartoffeln anpflanzen, zack, zack, zack. Dann haben wir das schon mal und das wird dann nebenbei halt wachsen, wenn ich dann später in die Mine gehe. Das war auch so die Idee, dass wir halt zuerst eine Farm haben. Und jetzt komme ich hier nicht raus, Alter. So. Du machst mal hier Sitz. Die Dinger hier brauche ich auch noch. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen was anbauen. Zack, zack, zack. Kommt noch was hin. Und ich würde sagen, ich brauche hier auch noch mal ein paar von den Beeren an. Sieht, glaube ich, ganz cool aus. Brauche ich den mal hier an die Seite einfach. Zack, 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 zack. Dann habe ich die auch nicht mehr im Inventar rumfliegen. Und dann würde ich sagen, suche ich jetzt noch mal eine Kuh. Mal gucken, ob wir was finden. Ja, ich habe jetzt leider keinen Hund und auch keine Kuh mehr gefunden. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss ich einfach die Kühe, die da ganz hinten irgendwo waren, irgendwie herholen oder sowas. Aber das werde ich auf jeden Fall in einer anderen Folge machen. Denn ich denke, für diese Folge haben wir auf jeden Fall genug geschafft. Wir haben hier eine kleine süße Farm aufgebaut und ich denke, das wird erstmal für den Anfang reichen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns dann ein bisschen in den Höhlen umsehen und ein bisschen minen gehen und hoffentlich Diamanten finden. Und ich würde sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Hund in die Kommentare. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch soweit gefallen, ihr habt vielleicht was gelernt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.